Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich freue mich ebenfalls. Wie ihr vermutlich wisst, ist Halloween am 31. Boah, wir ergänzen uns. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen dieses Jahr auch unbedingt ein Halloween-Video machen und es wird ein absolutes Battle zwischen uns beiden. Aber das sind ja zwei Videos. Ja, jeder von uns halt. Es endet nicht bei diesem Video, sondern ihr müsst unbedingt das jeweils gegen... Du siehst mich also als Gegner, ja? Gegner? Ich hab mich verbrochen. Also Leute, ihr müsst unbedingt jetzt auf mein Video gehen und da einen Daumen nach oben geben, weil... Nein. Doch, warte. Weil das Gruseligste gewinnt. Also Bibi schminkt du mich jetzt. Du bist so schlecht im Erklären. Hab ich? Nee, du machst mich jetzt zu so einem Halloween-Monster. Wir schminken uns gegenseitig so richtig gruselig. Das heißt, in meinem Video ich ihn, in seinem Video er mich. Und dann wird mit Daumen hoch auf die Videos abgestimmt, wer gruseliger aussieht. Das heißt... Wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gibt, findet ihr, dass ich den Julian besser geschminkt habe und andersrum. Ja, das könnt ihr ja noch gar nicht wissen, weil wir noch nicht mal angefangen haben. Darum spart euch eure Daumen, ja? Könnt ihr nämlich nachher auf meinem Video rauskommen. Nein. So, können wir jetzt starten? Ja, wir haben beide, also wir waren zusammen da, aber jeder hat für sich eine riesen Tüte mit Halloween, Schminke, Sachen, alles mögliche. Aber ich muss sagen, du hast mir, wir haben schon teilweise Sachen vom anderen gesehen und ich hatte das Gefühl, du hast so, als es gerade um dieses Kunstblut ging, hast du mir nachgekauft. Man hat gesehen, du bist, in meine Fußstapfen getreten und hast auch gekauft. Ja, war eine Scheiße. Also erstmal habe ich an alles gedacht. Ich habe nämlich eine Tischdecke gekauft, damit wir hier unsere Wohnung nicht versauen, ja? Aber das ist für beide Videos, oder? Ja, das darfst du mitbenutzen. Okay. Ja, wenn ihr hier jetzt schon Gruselpunkte für... Doch, auch das muss mitbewertet werden, dass ich einfach so cool bin und an sowas gedacht habe. Wäre cool, wenn irgendwas dreckig wird. Ja, ich weiß. Ich bin einfach super intelligent. Aber Leute, wirklich, passt auf. Ich finde, von Natur aus sieht die Bibi ja schon gruseliger aus. Jetzt das müsst ihr gleich mitbewerten, wenn ich sie schminke. Ich bin gespannt, was du gewollt hast. Ich wollte extra Punkte sammeln und hab sogar ein Spinnnetz und Plastikspinnen gekauft. Oh, das gibt Gruselpunkte, du. Da, das ist gefährlich. Halloween-Ballons. Hä? Ich habe null Deko gekauft. Ja, weil ich eine Frau bin. Die denken an sowas. Ich wollte eine Halloween-Atmosphäre, also blas mal ein paar Ballons auf. Halloween-Atmosphäre. Nimm dir doch einfach die Halloween-Atmosphäre und in deinem. Oh, wie geil! Wow! Wenn ihr euren Punkt jemandem geben möchtet, der fair geblieben ist und nicht mit Dekoration versucht, sich hier extra Punkte zu ergaunern, dann würde ich euren Daumen bei meinem Video hinterlassen. Ich habe richtig krass viele Sachen hier drin. Hör auf jetzt! Das Licht ist jetzt auf jeden Fall besser. Ja, warte. Oh, das hat Gruselstimmung. Das hat echt Gruselstimmung. Das sieht gruselig aus. Nein, das ist nicht gut. Das mache ich gleich. Nee. Das allererste, was ich mache, ist, ich habe dir eine Latexglatze gekauft. Wir werden nämlich jetzt mal deine... Okay, das ist echt gruselig. Jedes Mal, das ist kein Lichteffekt, ne? Jedes Mal, das Licht fängt einfach an zu flackern. Ich will keine Latexglatze! Aua, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, dann kriegst du eine Latexglatze. Oh, das zieht richtig. Hattet ihr schon mal eine Latexglatze an? Oh ja, diesen Druck halte ich nicht aus. Oh, jede Bewegung fühlt sich ganz anders an. Jetzt geht's weiter, liebe Leute. Und zwar habe ich absoluter Halloween-Mensch mir... Spezialwachs. Und ich glaube, genau diesen Spezialwachs habe ich auch. Ich habe mich bei der Verkäuferin erkundigt. Die steht da so und saugt meine Informationen auf. Ich werde jetzt so ein... Versuchen wir so einen geschmeidigen Übergang draus zu machen, ja. Ich krieg meine Augen nicht mehr ganz auf, wenn das so wegzieht. Braucht doch noch länger. Ich bin dumm und sag Oh, ich krieg meine Augen. Oh, ich krieg die auch nicht mehr zu. Oh, ich kann meine Augen nicht mehr schließen. Ja, okay. Wir haben es alle verstanden, dass du gerade sehr doll leidest. Ja, ist ja schön, aber ich steck gerade in der Latexglatze. Jetzt habe ich dir so die krankesten, ekelhaftsten Ohren gekauft. Könnt ihr das sehen? Cool! Ne? Cool. So. Kannst du auch in das Ohr zu essen, bitte? Das ist eigentlich ganz angenehm soweit. Ach, ich find's super. Ich find's echt klasse. Ob's super ist oder lustig, das sei dahingestellt. Aber es muss heute gruselig sein, weil das hat den Daumen verdient. So. Du benutzt voll die Produkte, die ich alle nicht habe. Hey, ich dachte, jetzt dürfte man darf nur die Produkte... Alles, was du jetzt zusätzlich benutzt, darf ich auch. Boah, ich werde da so einen harten Ausschlag kriegen. Guck mich mal an. Sag mal, malst du gerade meine Glatze an? Vor allem habe ich voll viele Sachen gekauft und weiß gar nicht, wie die funktionieren. Wenn du noch einmal irgendwas auf die Lippen pinselst, dann kriege ich einen Ausraster, okay? Guck mich mal an.
Guck mal, sieht schon ein bisschen ekelhafter aus, oder? Ist nicht schlecht. Es soll aber nicht ekelhaft aussehen, es soll gruselig aussehen. Ja, darum kümmern wir uns ja jetzt. Malst du mir jetzt das Ohr an, was du... Erstmal haben wir ein bisschen Flüssiglatex. Damit werden wir jetzt auch gesehen. Ein paar Narben ins Gesicht malen, damit du schön eklig aussiehst. Okay. Was schmierst du mir jetzt nicht ins Gesicht? Was riecht denn da verfolgtem Ei? Was ist das? Flüssiglatex. Aber warum steht das da scheiße? Nein, nein, warte. Was da scheiße steht, kann nicht gut sein. Oh Gott, ist das ekelerregend. Oh, Bianca, das stinkt ja wie... Aber das brennt. Lass die Augen zu. Brennt das echt doll? Mega. Ja, für euch Frauen wahrscheinlich irgendwie, ich brenn gar nicht bei euch. Nee, mir brennt die Fresse weg. Mein Auge geht nicht mehr auf. Guck mal, siehst du das? Ich möchte, dass du leidest, weil du so frech bist. Wer weiß, was du gleich alles mit mir anstellst, ernsthaft. So, wir müssen deine Lippen irgendwie schwarz malen. Mach mal ab. Um es einzuatmen. Guck ich mal an. Wir fangen jetzt mal an mit dem Kunstblut. Scheiße, ich hatte doch noch ein Kostüm für dich. Das hättest du vorher anziehen müssen, ich Idiot. Es muss es runterlaufen. Lauf runter, Blut. Bah, das ist mir richtig gut gelungen. Sowas von ekelhaft. Von der Nase. Nicht in die Nase, sondern nur von der Nase runter. Och, so kann ich dich nicht schminken, bitte, Julian, bitte. Oh. Bitte, ich lasse wirklich alles auf mir ergehen, ja? Junge Dame. Ich bin gleich fertig. Ich habe Angst vor dir, du siehst viel zu gruselig aus. Oh, ist das eklig, ich brauche noch ein bisschen Blut hier vorne. Doch, komm, es wird super. Okay, so, jetzt ein bisschen über den Kopf hier noch. Leute, ich bin fertig mit Schminken. Jetzt fehlt noch eine kleine Sache. Habe ich mega gut gemacht. Ich hasse dieses Kunstblut. Das ist echt schon gut geworden. Ich habe nämlich dieses geile blutüberströmte T-Shirt nachgeholt. Das werde ich jetzt noch gleich so ein bisschen... Das ist aber kein Blut, das ist einfach nur Farbe. Ach echt, krass, danke schön. Was ist das ekelhaft? Du siehst so widerlich aus. Was hast du da? Ich muss den Kragen so ein bisschen... Klar, kaufen wir doch ein Kostüm und machen das Kostüm dann kaputt. Da, 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 da. Okay. Ich bin eine Butterblume. Gesundheit. Gesundheit. Nein, die war auf vielen. Ich habe eine Überraschung für dich. Tada! Ich habe dir Fingernägel gekauft. Es geht um mein Gesicht. Was sagen meine Fingernägel jetzt aus? Hättest du mir meine Arme ja auch anmalen müssen. Ich dachte, das wäre so lustig. Hä, was, warum soll ich lange Fingernägel? Das macht gar keinen Sinn. Okay, Julian, vielleicht wollte ich dich auch einfach nur ein bisschen demütigen, ja? Das hält nicht. Das sieht natürlich jetzt gruselig aus. Beachtet mich mal nicht, dieser gruselige Fingernagel hier. Ach Mann. Julian, du bist fertig. Wir stellen dich jetzt... Oh, Scheiße! Wird sich wieder in Julian Klassen verwandeln. Oh. Boah, sieht aus wie blutige Adern auf deinem Kopf. Bah! Ja, okay, mach jetzt. Schön siehst du aus. Julian, der unfassbar schlaue Mensch, hat jetzt gerade schon seine Glatze ausgezogen. Hä, du hast gesagt, zieh die aus. Ja, weil ich vergessen habe, dass wir noch eine Endszene haben. Also bist du der unfassbar schlaue Mensch. Kannst du jetzt einmal sagen, dass ich dich übertrieben ekelhaft gruselig geschminkt habe? Kannst du bitte jetzt was Liebes sagen? Ja, ich find's... Also es sah echt eklig aus. Es sieht mega ekelhaft aus, oder beziehungsweise es sah. Also ihr Lieben, wenn ihr dieses Kostüm oder dieses Make-up gruselig fandet, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich hatte keine Vorlage, habe einfach angefangen irgendwas zu machen und ich finde, es ist richtig, richtig gut geworden. Und jetzt könnt ihr auch sehr gerne Julians Video anschauen. Du darfst jetzt 10 Sekunden Eigenwerbung für dein Video machen. 10. Leute, mein Video wird unfassbar, der absolute Knaller. Ich werde die gruseligste Sachen, ich habe so mega krass gruselige Sachen, die hier dran kleben werden, die verlaufen werden mit Blut. Und ich habe gutes Kostüm. Und ein mega geiles Kostüm. Macht das gut. Ich gehe mich jetzt duschen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid fleißig dabei. Das war unser erstes Halloween-Special. Das ist unser allererstes Halloween-Special. Das hat doch mal einen Daumen nach oben verdient, nicht wahr? Ja. Gut, Julian. Nein. Doch, motiviert die Leute noch mehr, mir einen Daumen nach oben zu geben. Bah, nee, mach das nicht. Wer hätte Bock auf ein Knutscherchen?